Top oder Flop? Wer war der beste und wer war der schlechteste Spieler der Saison beim 1. FC Heidenheim? Obwohl Christian Kühlwetter auf 24 Einsätze für Heidenheim kommt und 22 Schüsse abgegeben hat, kommt der Offensivspieler gerade mal auf ein Tor und eine Vorlage. Dazu konnte der 27-Jährige gerade mal einen einzigen Zweikampf gewinnen, was viel zu wenig für die insgesamte Saisonleistung der Heidenheimer ist und macht ihn somit zum Flop der Saison. Bevor wir jetzt allerdings zum besten Spieler kommen, kannst du uns gerne schon mal deinen Wunschverein für dieses Format in die Kommentare schreiben und uns abonnieren, um das Video von deinem Verein demnächst auch mitzubekommen. Wenn es einen Spieler gibt, wegen dem Heidenheim aufgestiegen ist, dann ist das Tim Kleindienst, der sich mit 25 Treffern den goldenen Schuh als bester Zweitligatorschütze sichern konnte. Zeitgleich hat aber auch die meisten Zweikämpfe und Kopfballduelle aller Zweitligaspieler gewonnen und auch die meisten intensiven Läufe geführt und ist somit ganz klar unser Spieler der Saison.